Boah, dieses Buhu hat sich so schräg angehört. Oh Gott. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen auf dem Trampolin in der Sonne. Ich bin hier eine Decke mitgenommen, aber es ist überhaupt nicht kalt. Es ist so warm. Ich habe 20 Grad. Und das im Dezember. Ich lese hier gerade was in einem Buch. Ich habe schon fast ausgelesen. Guck mal. Das ist aber so gut. Ich liebe das Buch. Und ja, ich muss noch meinen Adventskalender auspacken. Ich wollte das mit euch ja zusammen machen, aber ich glaube, ich springe erst noch was auf dem Trampolin. Ich kann davon auch mal wieder was filmen. Ich muss nur erst hier das ganze Zeug wegräumen. Weil mit der Wasserflasche auf dem Trampolin springen ist, glaube ich, nicht so gut. Das geht schon mal den Daumen nach oben, dafür die Marvi-Länder. Und jetzt sehr gerne meinen Kanal. Zum Glück habe ich noch ein T-Shirt runter, weil mein Pulli ist die ganze Zeit immer hochgerutscht. Aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt gehe ich auch mal rein mit euch und dann packen wir meinen Adventskalender mal aus. Mal gucken, was da drin ist. Okay, let's see. Wo ist denn die 7? Ich finde die Sachen immer direkt, weil die ersten hängen irgendwie hier, sind so ein bisschen sortiert. Okay, das ist irgendwas Weiches. Oh, guck mal, wir sind noch letztens mein Washi-Tape, was ich bekommen habe, wo es überall rausgefallen ist. Es war jetzt auch noch da ein Stück drin, aber ich glaube, es ist einfach da reingefallen. Das war aber nicht, was im Adventskalender drin war. Sondern, wartet. Was ist das? Ah, oh, cool. Ja, das ist fein, Marvi. Das sind so ganz flauschige Haargummis. Freue ich mich sehr drüber. Will ich gleich mal hier aufschneiden. Und ja, ich glaube, wir essen jetzt gleich mal was zum Mittag. Also ich hoffe, wir essen gleich was zum Mittag. Nämlich ganz schön Hunger. Oh, ich habe noch meinen Kinderriegel hier. Jetzt ist der schon komplett geschmolzen. Guck mal, Linda und der Kater bauen Blickkontakt auf. Die gucken mal weg. Wir fahren jetzt übrigens mal zum Strand, weil das Wetter so schön ist. Wir gehen da ein bisschen spazieren. Vielleicht essen wir noch ein Eis. Und ich habe übrigens gerade zwei Zöpfe gemacht, weil dann nerven meine Haare nicht so. Guck mal, das sieht so toll aus heute, das Meer. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen wegen dem Wind. Aber das surfen auch noch immer ganz viele. Voll schön aus. Und hier bin ich. Tada! Und da sind so süße Enten. Die baden da immer in diesem kleinen Minisee hier vorne. Könnt ihr die singen? Zoom mal ran. Ah, hallo! Badestunde bei denen hier. Die liegen immer so lustige Bälle rum. Guck mal. Ich werfe einen ins Meer. Papa brauchte wieder Kaffee und er hat Cheesecake und Mama und ich haben hier eine Eisschokolade. Ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Da hast du dann noch so Was machst du denn, Papa? Hier fliegt alles weg. Wir sitzen hier schön draußen in der Sonne und da ist direkt der Strand. Kannst du das sehen? Da ist das Meer. So, wir sind jetzt gerade noch hier in so einem deutschen Supermarkt. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Und ich brauche auch noch Schokotröpfchen. Also ich stehe hier gerade im Backregal, weil ich wollte später Bananenbrot oder Bananenmuffins machen. Ich überlege jetzt, ob ich die hier mitnehme. Kakao, Splitter, Schokotröpfchen und Vollmilchschoko. Ich glaube, die nehme ich einfach. Die hört sich gut an. Die mache ich dann in den Teig rein. Das ist schon voll lecker. Und brauche ich noch eine Vanilleschote? Vielleicht kriege ich die auch im spanischen Supermarkt. Also hier ist wirklich alles deutsch. Hier steht auch alles deutsch drauf. Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe mir jetzt hier gerade schon alles aufgebaut für die Bananenmuffins und oh mein Gott, ich habe gerade Angst, wenn die Kamera runterfällt. Bitte fahr nicht. Und ich zeige euch einfach mal das Rezept davon auch so ein bisschen, weil immer so viele Fragen, wie ich meinen
Rezept mache für das Bananenbrot. Das Ding ist, ich habe hier keine Backform für Brot, deshalb mache ich immer Muffins. Also ich habe hier in der Schüssel erstmal alle nassen Zutaten zusammengegeben in dem Topf. Nehmt dafür 3 bis 4 ganz reife Bananen mit Punkten, 100 Milliliter Öl, ich nehme geschmolzenes Kokosöl und 2 Eier. Die muss ich dann gleich noch verrühren und hier sind die trockenen Zutaten alle drin. Und zwar 250 Gramm Mehl, jeweils 1 Teelöffel Zimt, Natron, Backpulver und Vanillearoma. Also die muss man separat in verschiedene Schüsseln oder Töpfe geben. Für die nassen Zutaten verquirle ich immer so ein bisschen mit der Gabel. Das geht viel besser mit dem Eigelb auch, halt mit den Eiern, als mit so einem Löffel. Jetzt kommt, bevor wir das zusammengießen, noch mein Favorite Part, die Schokotröpfchen. Ich mache davon jetzt welche rein. Das wäre ein bisschen viel. Und jetzt mache ich hier die Muffinförmchen in diese Backform rein. Und da mache ich dann nur noch den Teig drauf. Unser Herd piept immer so kacke, wenn man hier irgendwas draufstellt. Ich muss mich kurz anders arrangieren, sonst piept er die ganze Zeit. Wir kommen jetzt bei 170 Grad so 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Also ihr müsst einfach schauen, so nach 20 Minuten würde ich mal reingucken, weil die Oberfläche sollte so ein bisschen braun sein, so ein bisschen goldbraun. Und dann sind die Muffins eigentlich fertig. Man muss einmal reinbeißen, wenn sie noch warm sind. Mmh, mein Gott. Das ist so geil mit der geschmolzenen Schokolade. Oh, mit Vollmond trägt man nicht. Ups. Aber ich sage euch, Leute, packt das mal nach. Also, man kann es gar nicht mögen. Schmeckt einfach so, so geil. Vor allem mit diesen Schokostückchen da drin. Und man kann auch so ein paar Haselnüsse noch drüber machen oder reinmachen. Also schmeckt einfach so, so gut. Und ja, ihr könnt mich gerne, falls ihr Instagram habt, in eure Instagram-Story verlinken, wenn ihr die Bananen-Muffins nachmacht oder das Bananenbrot. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich eure gebackenen Sachen dann sehen kann. Und ja, jetzt lese ich noch was hier in meinem Buch. Ich bin schon fast fertig und dann muss ich auf den zweiten Teil so lange warten. Das ist eine Trilogie und die anderen Teile sind noch nicht raus. Huch. Mein Gott, Papa macht ja gerade die Fensterläden zu. Ich habe mich so erschrocken, weil da auf einmal so ein Licht kam. Aber bist du gleich fertig? Ja, war's mit nur Papa. Jetzt beende ich mal hier den Vlog. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich lese jetzt noch was und kriege noch das Child of the Day. Yay! Erntet. Ich bin übrigens gerade schon ein bisschen meinen Geburtstag hier am Plan. Bekomme ich jetzt noch Nachrichten von meiner Geburtstagsgruppe hier. Aber ja, heute grüße ich mal die Romina. Sie hat geschrieben, ein langer Kommentar. Hi Mavi, ich finde das total toll, dass du den Mavi dann da wieder machst. Mega cool. Du bist mein Idol und ich liebe deine Videos und Bücher. Oh, das freut mich voll. Sie hat geschrieben, du bist so hübsch, sympathisch, selbstbewusst und schlau. Ich hoffe, du kannst mich mal grüßen. Ich versuche schon so lange, ich habe es noch nie geschafft. Wäre mega cool, deine Romina. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Romina. Danke für deinen lieben Kommentar und ich hoffe, du freust dich, dass ich dich endlich mal gegrüßt habe. Und jetzt, falls ihr immer gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach gerne einen Kommentar und in die Kommis. Und vielleicht schafft ihr es dann auch mal. Jetzt esse ich in meiner Bananenmuffins weiter. Bis morgen. Ich hab euch lieb. Tschüss.